ich glaube, jeder Mensch kennt so Momente. Momente von der Begegnung mit Menschen, die einen beeindrucken. Das kann auch im Gebet sein mit Gott. So Momente, in denen sich was öffnet. Wir versuchen, Zugänge zu schaffen für Begegnungen, für Momente der Begegnung, für Leute, die vielleicht über die klassischen Wege, über Kirchen, über die klassischen Einrichtungen nicht so einen Zugang finden. Deswegen sind wir erstmal ein offenes Zentrum für jeden, der reinkommen möchte. Quo vadis bedeutet wörtlich übersetzt aus dem Lateinischen, wohin gehst du? Es ist eine Frage, das sieht man auch an unserem Logo, es ist ein Fragezeichen dahinter. Es ist eine Frage, die gestellt wird. Quo vadis, wohin gehst du? Das ist eigentlich auch bezeichnend für das, was wir hier machen. Jeder Mensch, der reinkommt, kann sich erstmal der Frage stellen, wenn er möchte, wohin gehst du? Ich glaube, vorausgesetzt zu wohin gehst du, ist auch erstmal, wo stehe ich überhaupt? Wir haben ein Raumkonzept im Quo Vadis, wir haben 5 Räume. Das wurde von meinem Vorvorgänger eingeführt und die Idee ist, dass wir durch verschiedene Zugangsweisen unterschiedlichen Menschen Zugang zur Spiritualität ermöglichen wollen. Und das sind bei uns ein Pilgerraum, ein Dialograum, ein Orientierungsraum, ein Spiritualitätsraum und ein Kulturraum. Als verschiedene Möglichkeiten und Zugänge für die Menschen wirklich in der Begegnung auch ihre Berufung, Quo Vadis, die Antwort auf die Frage, wohin gehe ich in meinem Leben auch zu finden. Es ist ein Zentrum von Ordensleuten, für Ordensleute und für jeden, der kommt. Es hat keinen Zweck in dem Sinn und es ist auch von den Orden nicht so gedacht, dass es einen Plan hat und das muss ich erreicht haben. Für mich ist dann gelungen, wenn wir es schaffen, das Quo Vadis als so einen Ort zu gestalten oder zu bewahren, auch wo genau diese Momente passieren können, wo Menschen was finden, wo sie sich wohlfühlen, wo wir ihnen was mitgeben können. Das wäre für mich das Ziel, immer wieder ja, diese Momente der Begegnung durch Menschen, der Begegnung mit Gott auch zu erfahren. Ja. 5 Jahre Quo Vadis. Es war jetzt kein ehrwürdiges Jubiläum, das sind vielleicht 800 Jahre wie bei den Dominikanern oder so, sonst waren einfach 5 Jahre. Wir haben gefeiert, ein bisschen wie ein Kindergeburtstag, mein 5-jährigen Kindergeburtstag, deswegen einfach tatsächlich die Freude darüber, dass es das Quo Vadis gibt, weil es am Anfang auch nicht ganz klar war, jetzt was ist das für ein Projekt, das wurde einfach mal gestartet. Und ich glaube, davon lebt es auch, dass es sich immer wieder verändert, dass es immer wieder neue Menschen, neue Formate, neue Projekte sind. So ist die Ordenswelt, so ist die Kirche, so ist überhaupt die Welt, dass es unterschiedlich ist. Und 5 Jahre waren Grund, einfach sich darüber zu freuen, dass es das gibt, dass wir alle gern hier sind und dass es uns auch Spaß macht.